In diesen Tagen legen deutsche Unternehmen ihre Bilanzen für das zweite Quartal des Jahres 2011 vor. Heute war die Deutsche Bank an der Reihe und sie verdiente in diesem Zeitraum 1,8 Milliarden Euro. Das sind 254 Millionen Euro mehr als in der gleichen Periode des vergangenen Jahres. Und deshalb sieht sich das größte deutsche Geldhaus eindeutig auf Kurs, seine Rekordziele für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen. Und das spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der aktuell mit 1,2% im Plus liegt, bei 38,68 Euro. Zeitweise gehörte die Deutsche Bank Aktie zu den, nein, nicht zeitweise gehörte sie dazu, sondern zeitweise war sie der stärkste Gewinner unter allen DAX-Aktien. Jetzt ist sie an Position 4 gerutscht, aber damit immer noch einer der ganz großen Favoriten des heutigen Handelstages. Die Commerzbank-Aktie zieht mit nach oben, 1,1% das Plus auf 2,73 Euro. Die Allianz-Aktie steigt um 1% auf 93,30 Euro. Die Finanzwerte, die gestern also schwächelten, gehören heute eher zu den bestperformendsten Aktien hier am Markt. Und das freut sicherlich auch viele Derivateanleger, die ja gestern in der Schwächephase mutig eingestiegen waren in Calls und Long-Zertifikate, vor allen Dingen auf die Deutsche Bank, aber auch auf die Allianz. Wir beschäftigen uns ansonsten immer noch mit dem Schuldenstreit in den Vereinigten Staaten. Demokraten und Republikaner müssen sich einigen bis zum 2. August auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze. Sonst dürfte es ein düsteres Szenario geben. Und darauf hat auch nochmal Präsident Barack Obama gestern hingewiesen. Und seine Rede an die Nation führte dazu, dass der Dollar unter Druck geriet. Denn der Euro, der notiert aktuell bei $1,45, hat also hier mehr als 1,5 US-Cent zulegen können im Vergleich zur US-Währung. Derivateanleger sind aber derzeit in Währungsscheinen gar nicht so engagiert. Das könnte sich aber jetzt durch diese etwas stärkere Bewegung in den kommenden Minuten ändern. Der deutsche Aktienindex notiert seinerseits mit 13 Punkten oder 0,2% im Plus bei 7.357 Zählern. Anleger hatten zunächst mehr Puts und Short-Zertifikate gekauft. Mittlerweile hat sich das Anlegerverhalten eindeutig ausgeglichen. Der OVAX Sentiment Index pendelt im Bereich der Nulllinie, weil die großen Ausschläge im Moment fehlen. Es ist relativ ruhig im Handelssaal, aber man spürt eine gewisse Unsicherheit wegen der Schuldendiskussion in den Vereinigten Staaten.